Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Call of Duty 4. Heute mal wieder mit mir, wie immer. Nachdem ich letztes Mal so ein bisschen schnell aufhören müsste, weil mein blödes Telefon geklingelt hat und das nur genervt hat und ich dann trotzdem nicht mehr an einen Anruf gekommen bin, ja, bin ich jetzt wieder da. Hoffentlich mit keinem Anruf, aber das weiß ich noch nicht. Und ich würde sagen, ich hau jetzt erstmal wieder rein, ne? Paar Raketen zerstören und so. Für die, die aufmerksam die letzte Folge geguckt haben. Aber erstmal den Panzer zerstören. Ja, das Geräusch war ziemlich komisch. Das muss ich mir selber lassen. Und jetzt hängt mein PC. Ja. Geht wieder. Hallo! Arschloch. Stirb langsam. Da bin ich wohl von hinten gekommen. Da sagst du, sie schießen jetzt noch zwei Raketen ab, laut. Ja, so macht man das. Kamikaze-mäßig hinrennen. Nee, ich will jetzt nicht irgendwie hier. Ja, lol. Wo wollen die denn jetzt hin? Achso. Ja, wenn man auch so eine Flex oder so mit rumträgt, ne? Vor allem, weil eine Flex auch so schnell da durch ist. Sehe ich irgendwie nicht. Würde ich sagen, ich bin in dem Hauptquartier drin und jetzt gibt's aber auch Small, Leute. Alter, noch zwei Raketen, wo sollen die denn jetzt hingehen? Team 1 geht rein. Team 2 geht zur Sicherheitszentrale. Team 3 betritt die Basis. Bravo, Team. Wir haben gute und schlechte Neuigkeiten. Die Startkontrolle befindet sich einen halben Kilometer südwestlich. Dort müssen sie die Abbruchcodes hochladen und so die Raketen in der Luft zerstören. Okay. Ja, okay. Ich würde sagen, auf geht's. Oh, geil. Ah, da lang. Wieso sind diese Lüftungsschächte eigentlich immer so gebaut, dass irgendwer da durchkriechen könnte? Ganz ehrlich, wenn ich irgend so ein Hauptquartier baue, nehme ich 10.000 Lichtungsschüfte, aber alle so klein, dass man nicht durchkommt. Captain Price, hier 2 Yankee 6. Wir stoßen im Südflügel auf heftigen Widerstand. Sie haben unseren Zugangspunkt abgeriegelt. Over. Verstanden, Yankee 6. Gruppiert euch mit Team 2 und helft ihnen, die Kontrolle über die Basis zu erlangen. Over. Verstanden. Ja, nein, jetzt bin ich im Duschraum rausgekommen. Wir schließen uns mit Team 2 zusammen. Ja, hat er aber irgendwo schon hingerichtet, alle. Captain Price, wir senden Ihrem Team die Abbruchcodes, die Sie für die Selbstzerstörung der Raketen brauchen. Sie haben noch 11 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Ja. Oh, nee. Hui, Mann. Ich bin mitten in Russland in Ihrem blöden Raketenbunker. 10 Minuten, ja. Nur Raketen rum. Scheiß Fernseher zeigt den Müll an. Da, komm. Ja, nice. Die Granate in der Hand explodiert, aber er war schon tot. Nein! Oh, der rennt mir auch noch ins Feuer. Die Sie für die Selbstzerstörung der Raketen brauchen. Sie haben noch 11 Minuten, bis diese Raketen die östliche Küste erreichen. Over. Das reicht nicht.
so ging's schneller. Hat er gerade Wodka gesagt? Hahaha, der hat Wodka gesagt. Erstmal ein neues Magazin rein. Da steht einer vor mir in der Tür. Ja. Ja, nice. Da brauche ich erstmal Heilung. Und da kommt eine Granate. Und erstmal eine Granate. Ja, Leute, wohin ballert ihr? Also, ob ich so hüpfen würde, im Ernstfall. Sui, da kam ein Schuss. Genau 10 Minuten. Alter, wie schnell sind denn die Raketen bitte? Es dauert doch ein paar Stunden, bis die gehen. Nicht, dass ich jetzt auch noch so... Ui, Feuer auf Kameraden wird nicht schlafen. Oh, ich habe keine Nebelgranate geworfen, oder? Ziemlich abfuck. Boah, stirb, Junge. Du gehst mir nicht auf die Eier. Hui, hui. Alter, wie viel soll's denn hier noch geben? Da ist noch einer. Noch zwei. Und ich bin wieder weg. Alter, heute ist das aber ätzend mit dem Telefonieren. Bis gleich. So, da bin ich wieder nach gefühlt 10.000 Anrufen. Mal gucken, wie oft es noch klingelt. Ich werde in der nächsten Aufnahme auf jeden Fall mein blödes Telefon ausschalten. Ich habe keinen Bock drauf. Wenn ich mir die ganze Zeit Anruf kriege. Du hast schon schlechte Englischarbeit geschrieben. Telefonterror und so. Denk an dein Abitur. Ja, aus dem Grund gibt es erstmal... Mein Geheimprojekt wird aus dem Grund nicht durchgezogen. Weil ich an mein blödes Abitur denken muss. Und nicht mehr so viel Computer spielen kann. Außerdem, kein Brickforce mehr. Tut mir ja leid. Aber es gab eh nicht so viele Folgen. Ich bis jetzt eh noch keine Zeit hatte. Und die Woche wäre dran gewesen. Aber nächste Woche schreibe ich schon wieder Klausuren. Und dann geht das nicht. Und wenn ich mich jetzt nicht konzentrieren kann... Oh! Ganz ehrlich. So ein Scheiß, ey. Ja, Waffe muss erstmal leer sein, so muss das laufen. Da schießt er nicht an die Decke, Junge. Oh, ich krieg von hinten. Was sagst du, du lebst noch? Das da. Lol. Was ist das? Kann ich das aufheben? Nee. Nee, nichts gibt's. Wird schon gar nicht weggerannt, ey. Alter, sterbe ich jetzt schon wieder oder was? So, jetzt hätte ich gerne Piste gehabt. Nee, ich hab keine Piste. Ich bin Jan und muss meine Piste gegen eine Rakete. Sniper umtauschen. Alter, wenn ich schon eine Sniper habe, ne, wieso benutze ich sie denn nicht? Das würde die Mission erheblich leichter auf einer Friste hier spacken. Alter. Ja, den habe ich schon mal. Alter, steht da hinter mir auch noch wer? Nee, wir kotzen ein bisschen an, ey. Ui, da sind noch mehr. Ich bin für durch die Mitte. Ja, Captain Price ist mir ein bisschen gegeben. Alter, der sieht mich auch nicht glücklicherweise.
Alter, ja, danke, Mann. Ich hatte nur 2 Schuss noch. Mich regt meine Englischklausur immer noch auf, deshalb. Kriegen die Wichser jetzt aufs Maul. Und wie die aufs Maul kriegen, ey. Auch, Junge. Nur wegen meiner Englischklausur, ey. Hui. Spacken. Ja. Ja, da hilft dir ein blödes russisches Gelaber auch nicht mehr, Junge. Ich bin auf dem Weg. Das ist meine, Jungs. Das ist meine. Der Wichser hat meine Jungs gekühlt, ey. Oh nein! Mann! Alter, ach ja, da muss ich lang. Alter, stirb, Junge. V. Oh, nee. Ach, komm. So kann ich nicht zocken, ey. So Anfängern, ey. Echt nicht. Das läuft nicht. Mann. Wie hält der eigentlich diesen verfickten Granatenwerfer? Ja, machst du rückwärts, Alter, würde ich sagen. Oh nee, da stehen schon mehr Wichser, ey. Mann. Ich will nicht. Ey, Leute. Langsam macht das keinen Bock mehr. Und ich werde schon wieder angerufen. Ich würde sagen, bis gleich, ne? Telefonterror und so. Und schon wieder bin ich zurück. Weil ich jetzt keinen Bock mehr habe, ey. Ja, den verdammten Countdown habe ich schon 3-mal gesagt. Ja, so, den habe ich getötet. Den habe ich getötet. Oh, warum muss meine Dings jetzt leer sein? Oh, dann kommt der Wichser noch um die Ecke und macht einen Killstil. Dann hätte der andere mich wenigstens töten können. Ja, langsam habe ich keinen Bock mehr auf die Mission, ey. Ich bin gerade richtig angepisst. Mann. Der ist tot. Zumindest schon. Der auch. Alter, ich dachte, ich hätte ihn erwischt. Ja, der ist tot. Der ist auch tot. Ja, komm. Ich will jetzt diesen Wichser töten, damit ich eine Hausaufgabe machen kann. Lol. Da kommen da noch mehr oder was? Ich explodiere und alle tot, hoffe ich. Alle von diesen Insekten sind tot. Die Seite habe ich aufgeräumt. So Schluchtenkämpfe ist die eigentlich wesentlich besser geeignet, ja. Ja, wie denn? Die sind durch die Mitte gelaufen. Da kam ich gar nicht durch. Lol. Da wurden die Raketen drin gespielt. What the fuck? Wir haben die Sicherheitszentrale der Basis übernommen. Wie ist der Status? Over. Team 2, wir sind in Position. Öffnet die Außentür zur Startkontrolle. Ja, los. Wir sind dabei. Wir haben noch 6 Minuten.
bereithalten, wir haben es gleich. Ja, komm. Die werden so ausgeräuchert jetzt. Ich würde sagen, die kriegen erstmal Granate. Was für ein Mist! Jetzt geht das Sicherheitssystem schneller! Negativ, Sir. Aber wie wäre es mit ein bisschen Ziel, wenn das Spaß macht? Alter, frech das. Wäre schon mit ein bisschen Ziel. Geh mich auf die Eier, Junge. Ja, jetzt müssen die wenigstens sich hier. Na, jetzt ist die Granate ernsthaft von dem Teil zurückgeprallt. Ich nehme die Sniper. Ja, der ist tot. Der auch. Headshot ins Knie, würde ich sagen. So. Boah, da steht noch einer. Alter, komm schon, ich muss es jetzt mal schaffen, ey. Anlauf ohne hier rum zu mobilen. Da komm schon. Ja, der ist weg. Nicht hier richtig. Nicht. Team 3 in Position an der Südostseite des Startkontrollraums. In Bereitschaft. Seid ihr an der anderen Wand? Over. Ja, komm, gib Gas. Einsätze passiert, los. Ja, wo? Alter. 4 Minuten. Los, los, los! Oh, ich hab nicht warten können. So, ich würde sagen, leer geräumt. Oh, das waren welche von mir. Das war einer von den Gegnern. Wo denn? F. F. Alten Agpro-Code, wenn hochgeladen. Zur Bestätigung bereithalten. Puh. Bereithalten. Ich bin bereit. Bravo 6, alle Sprengköpfe wurden im Flug zerstört. Es gibt unzählige Bruchstücke, aber die meisten landen im Ozean. Sehen Sie sich die Übertragung an. Zakai, erhebt ab! Captain Price, hier Gas aus der Sicherheitszentrale. Sie sind mit Trucks gekommen. Ich denke, wir können sie brauchen, um hier rauszukommen. Ich übertrage die Koordinaten des Fahrzeugdepots. Ah, okay. Verstanden, treffen uns beim Fahrzeugdepot. Ende. Okay. Alle mal mir nach, gehen wir. Dann wir empfehlen, das Gebiet sofort zu verlassen. Große feindliche Streitkräfte nähern sich ihrer Position. Verschwinden Sie jetzt. Ja, hatten wir vor. Nee, ich wollte mich auch auf den Dritten Weltkrieg einlassen. Feindliche Verstärkung kommt. Alter, da muss mein Magazin leer sein. Ne? Alter, komm, geht mir nicht auf die Eier, Leute. Ich will jetzt hier raus und dann will ich ein bisschen Hausaufgaben machen. Ja, komm, explodieren hier mir und der läuft gleich weiter. Ich frag mich, was diese Regenerierungszeit mit echtem Leben zu tun hat. Also ich regeneriere mich nicht, wenn ich irgendwie so eine Kugel im Bein stecken habe oder so. Naja. Kann passieren. Hab's noch nicht ausprobiert. Hallo! Damit hat er nicht gerechnet. So, ich bin drinnen im Fahrstuhl. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Aber scheinbar auch. Hm. So, ab geht's. Wir sind noch zu dritt. Wir werden hier oben beim Fahrzeugdepot beschossen. Wo zum Teufel seid ihr? Wir kommen den Lift drauf. Bereit machen. Ja. Also, ich hätte ja nichts dagegen, Sakai ins Visier nehmen zu können. Hinten anstellen, Nummer ziehen.
Ja, geil. Hinten anstellen und Nummer ziehen. Hallo, Leute. Oh, hier ist mein halbes Team, ey. Jetzt wundere ich mich eben, wo die sind. Hallo. Hallo, hallo. Hallo. Arschloch. Die gehen mir so auf die Eier, die Leute. Komm, kriegst V. Dann. Ja. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ich bin zufrieden. Mach jetzt mal ganz schnell meine Englischhausaufgaben. Werde ein bisschen Geschi lernen. Und Mathe. Damit ich nicht die nächste Arbeit so verkacke. Und dann meinen PC noch abgenommen kriege. Weil dann würde es keine Videos mehr geben. Das wäre ziemlich kacke. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ich 10-mal gestört wurde. Und wir sehen uns im nächsten Video, bei der nächsten Folge. Bis dahin noch alles Gute, viel Spaß, Leute. Egal, was ihr macht. Hoffentlich müsst ihr nicht so viel lernen wie ich im Moment. Und kriegt trotzdem Kacknoten. Naja, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, liken und so. Und ja, ich will nicht spoilern, das sehen wir in der nächsten Folge. Tschüss.